have your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bekomme gerade eine Nachricht rein, deswegen mache ich noch mal einen Videoclip hier beim Sondersender Ultra HD Web TV, dass alle Impfstoffe Hilfsstoffe sind. Sie helfen aber nicht gegen Corona, sondern. Ich habe auch gerade Nachrichten, ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich tatsächlich einordnen soll. Die Nachrichten sprechen gerade von vielen Toten und so weiter und so fort. Dann wird ja online ist ja das Gefährliche. Wir haben eine Versterbungsrate oder beziehungsweise einen Indikator von überhaupt etwas von 0,013. In Indien sind ca. 13.000. Indien hat aber 1,4 Millionen Menschen. 1,4 Millionen Menschen. Oder noch mehr. Also Indien ist reich an Volk. Und da ist 0,013 infiziert mit irgendwas. Und jetzt hat sich herausgestellt, ich spreche von den Nachrichten, Tagesschau und Co., dass die vier Sorten, die zur Verfügung stehen, auch Johnson & Johnson, nicht ausreichen und auch gar nicht wirksam sind für das, wogegen angeblich gespritzt wird. So, dann habe ich mir die Fake-Sites angeguckt über die Fake-Spritzen. Wie die funktionieren. Ich weiß es ja, in der Welt des Films brauchen wir die. Ja, auch Operationen, die man aufschneidet und blutet und so. Das ist alles Fake. Machen die Maskenbildner. So, wir haben jetzt nach Corona und ich habe einige Clips gemacht. Ich denke natürlich auch drüber nach, was ist wirklich, was ist nicht wirklich. Wenn ich meine Kollegen hier rumlaufen sehe, die ihre Geschäfte haben und ihr habt ja gesehen, wenn ich mich freue, wenn die kommen und mir sogar Brötchen bringen, Kaffee bringen. Ja, wenn wir uns austauschen und wenn wir über Corona philosophieren. FDP auch gerade hat angeblich Klage eingereicht gegen dieses Impfgesetz. Das Gesetz ist 21 Jahre haben die gebraucht. Ist hart. Hallöchen. Hallo. Computer? Nein, Foto. Passbilder? Ja. Okay. So, ich begrüße euch total recht herzlich beim Sondersender Nordrhein-Westfalen Ultra HD Web TV. So, es gibt zwei Seiten. Einmal die analoge und die digitale. Die digitale ist seit 2020 zum ersten Mal Cyberspace. Cyber War. Ja, wir haben einen Krieg der Informationen, wir bekriegen uns untereinander. Ich habe Pamphlete, ich habe Leute, die mich anfeinden. Ist aber nicht so schlimm. Ist okay, weil das ist Cyberwar, Cyberkrieg. Es ist halt so. Die Oberen wollen das. So, ich bin gerade angerufen und man hat mir auch gesagt, dass die Welt der Künstler keine Gelder bekommen. Die Töpfe sind leer. So, die Künstler kriegen keine Gelder, weil der Topf ist leer. So, es gibt ein Buch, Krieg und Frieden. Krieg und Frieden geht nun mal nicht. Krieg, kein Krieg, Frieden, kein Frieden. Aber vor Corona hatten wir eine Dokumentation in Wort, Bild und Ton. Ja, das ist, glaube ich, irgendwo noch eine DVD bei. Nee, die kann man aber dazu kaufen. So, das ist ein uraltes Buch. Muss ich eben gucken. Von 1945 bis zur Gegenwart. Ja, Eskalation der Gewalt. Eskalation der Gewalt. So, jetzt gibt es ja einen Spruch. Wer nichts wird, wer nicht versteht, geht in die Politik. So, viele, aus Sicherheitsgründen gar nichts mehr zu, aber so war es, so ist es. So, die Dokumentation
ist natürlich ziemlich eng gefasst. Ja, ist ziemlich eng gefasst, aber es war ja so. Ja? Kennedy, Schweinebucht 66, aufwärts, der Kalte Krieg 69 und so weiter und so fort. Also es war von 1945 Ausgangssperre. 1945 war Ausgangssperre, da musstet ihr schon aufpassen. Die Passierscheine, die gab es, die man sich dann besorgen musste. Sowas gab es nicht, dass man während der Dreharbeiten noch mit dem Phone beschäftigt und irgendeinen da eine Antwort geben kann. Ne? Ja, das ist halt so. Was soll man machen? Ne? Schön ist es nicht. Ne? Ja, wie gesagt, wir haben die Firma Woolworths und wie sie alle heißen, die bauen jetzt um. Ist klar, sie machen jetzt Umbauarbeiten innen drin, die bauen die Geschäfte um. Vielleicht irgendwie nach neuesten Richtlinien. Ja, ist halt so. Ich werde gerade hier ein bisschen unterbrochen, aber es macht ja nichts, ihr guckt ja eh nicht. Krieg und Frieden. Tja, Krieg und Frieden. Wir haben die neueste Technik, digital. Analog ist die schönste Zeit. Nur analog treffen tut man sich ja sowieso nicht. So, Frau Merkel hat heute mit den Medien gesprochen und hat keine Gelder für die. So, 40 Vertreter waren gerade da. Man konnte diese Schaltung zuschauen. Man kann nur mit dem Kopf schütteln. So, ich persönlich sage jetzt öffentlich in diese Kamera, mir ist das wirklich total egal. Ja? Ja, so ist das. Was will man machen? Ne? Was will man machen? Krieg und Frieden. Tja, eine Eskalation. Ich habe solche Bücher, ich habe viele davon. Und wenn ich da so reingreife, Lexikon, der bewaffnete Konflikt seit 1945. Seit 1945 haben wir Konflikte. So, jetzt schreiben wir das Jahr 2021. April 2021. Und wir haben wieder einen Konflikt. Und zwar diesmal halt digital. Ne? So, wir haben einen digitalen Konflikt und analog geht es ja noch. In der Analogie rennen die Leute mit Plakate rum. Digital, ich habe gerade mal reingeschaut, ist alles weg. Ich sehe nichts mehr vom Querdenker, den Reuter da oder wie der da heißt, auch nicht mehr. Und ist halt so. Also wie gesagt, wir sind halt elektronisch vor. Ihr kriegt das einfach mal live mit. Man lebt elektronisch, man macht elektronisch. Ja, man ist und bleibt elektronisch verbunden, digital. The Cyber War. Der Cyber War ist halt der neuartige Kriegszustand, in dem wir alle sind. Wenn ihr euch mal die Fachbeiträge anschaut, die die anderen da raushauen, dann merkt ihr doch selber, was da abgeht. Ja, so es sind da so Sachen, die man gar nicht wieder zitieren möchte oder auf den Weg bringen möchte. Ich guck mal eben hier, den Strom werde ich jetzt auch wegmachen. Zack. So. Wir sind hier beim ich weiß noch nicht, was ich auf den Markt werfen werde. Ich weiß auch nicht, welche Geschichte ich da raushauen werde. Ich weiß auch nicht, ob ich das Ganze auf irgendeine Art neu mache, neu gestalte. Ich überlege auch gerade die Kamera, wie gesagt, so Wall. Wir haben eine Wand, eine ganz neue Wand, die tagtäglich von Künstlern bemalt wird. Natürlich könnte man das dokumentieren, natürlich könnte man das zeigen. Natürlich könntet ihr über diese Art von Malkunst philosophieren. Aber man kann es ja auch sein lassen. So, We Have a Dream. We Have a Dream, 1966. Tja. Ja, so ist das. Aber ob wir mit dem Dream da irgendwas machen können, ich weiß das nicht. Schauen wir mal. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß. Ihr könnt bei uns auch mittlerweile Spielfilme sehen. Einfach anklicken und dann könnt ihr euch einfach mal
die anschauen. Ihr könnt dann euch bei YouTube weiter informieren und weiter gucken. Wir haben euch mal welche zusammengestellt. Ja, wenn man nicht raus kann, kann man ruckzuck draufdrücken und dann gucken. Ja, Chips futtern. Ja, Analogie stirbt. Krieg und Frieden im Cyberspace.